Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vorredner hat ja deutlich gemacht, dass er was vom Thema versteht. Und wir haben heute diesen Antrag hier auf die Tagesordnung gesetzt. Ja, auch mal ein Lob in Richtung SPD ist auch richtig. Und das aus Kölner Mund. Und es war auch ernst gemeint. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben den Antrag heute auf die Tagesordnung gesetzt, weil wir meinen, wenn man Gutes tut, dann darf man auch hier im Plenum mal drüber reden, als Landesregierung, als regierungstragende Fraktion. Wir haben ja heute Morgen in der ersten Debatte gehört, was alles hier in dem Land angeblich nicht gut läuft, wo es hakt und hängt und klemmen soll. Im Bereich des Wohnungsbaus ist es auf jeden Fall nicht der Fall. Was nicht heißt, dass es nicht noch besser werden muss. Wir brauchen einfach dringend bezahlbare, barrierefreie, altersgerechte Wohnungen, und zwar deutlich mehr, als wir das in den letzten Jahren geschaffen haben. Aber der Kollege Ott hat ja auch eben deutlich darauf hingewiesen, über 10, 15, fast 20 Jahre ist in diesem Segment zu wenig passiert. Und da müssen sich einige Regierungen an der Nase fassen. Es sind Förderprogramme zurückgefahren worden. Die Städte haben da nicht Druck gemacht, da wo es notwendig war. Und man hat sozusagen gerade auch so in den Jahren 2005 bis Anfang der 2010er Jahre die Trends, die da auch schon zu bemerken waren, die Frage sozusagen gerade in den Boomregionen, in den großen Städten in Nordrhein-Westfalen, die auch da schon als wachsend prognostiziert worden sind, Städte wie Köln, wie Münster, wie Aachen, wie Bonn etc., auch da ist in diesen Jahren zu wenig passiert an Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, auch mit den Genossenschaften, mit den entsprechenden Wohnungsbauunternehmen etc. Und von daher ist es zu begrüßen, und wir wollen das hier in der Debatte auch deutlich machen, dass mit dem Aufstocken der Förderprogramme, mit dem Neuanschieben von Förderprogrammen seiten der Landesregierung und seitens des Ministers hier vieles auf den Weg gebracht worden ist. Wir haben jetzt die Situation, dass aufgrund der vielen Menschen, die neu in das Land gekommen sind, die hier als Flüchtlinge angekommen sind und hier entsprechend auch in den nächsten Jahren Wohnraum suchen, dass sich die Lage noch mal ein Stück sozusagen verschärft. Aber die grundsätzliche Situation, dass wir bezahlbaren Wohnraum brauchen, gerade im unteren Preissegment, ist schon seit vielen Jahren bekannt. Und wir haben die Situation, dass wir weiterhin insbesondere in den Ballungsräumen hohe Mietanstiege haben. Die Mietpreisbremse ist ein Instrument, was ein Stück Wirkung zeigt, aber das ist noch nicht genug. Hier müssen wir uns weiter Gedanken machen, wie wir gerade für junge Menschen, für Familien, für Studierende etc. bezahlbare Wohnungen anbieten können und wie wir die Mietpreisentwicklung entsprechend abfedern können. Ich will auf eine Sache zu sprechen kommen, die bisher in der Debatte noch nicht angesprochen worden ist, nämlich auf die Frage von Flächenkonkurrenzen. Ich glaube, dass uns das in den nächsten Jahren in allen Städten, in allen Regionen, wo gebaut werden soll, Probleme macht. Und das ist, glaube ich, keine Frage sozusagen von irgendeiner politischen Ausrichtung, sondern wir werden uns die Frage stellen, und die Städte stellen sich ja schon die Frage, die Bauämter, die Stadtplanungsämter etc., wie schaffen wir es, in dicht besiedelten Städten zusätzlichen Wohnraum zu schaffen? Stichworte sind vertikales Bauen, Nachverdichtung, Schließung von Baulücken etc. Auch da wäre es wünschenswert, wenn Städte Programme, die da lange existierten und dann runtergefahren sind, jetzt wieder entsprechend auffahren oder ranfahren. Wir haben die Situation, dass auch in vielen Planungsämtern, also auch die Verwaltungen sind gefragt, was sozusagen kompetente Menschen in den entsprechenden Ämtern angeht. Auch da ist in den letzten Jahren leider viel abgebaut worden. Ingenieure sind nicht nachbesetzt worden. Wir haben einfach in den Bauämtern zu wenig Leute. Die Bauanträge brauchen zu lange. Ich habe immer wieder Berichte bei mir im Büro, dass sich Leute melden und sagen, wir haben wo auch immer in Troisdorf, in Pulheim erinnere ich mich dran, in Bielefeld, wir haben einen Bauantrag gestellt für einen, in Köln mit Sicherheit, ich wollte es jetzt nicht als erstes nennen, Frau Kollegin Gebauer, aber natürlich ist es auch in Köln der Fall, wo Leute nicht, wie das sein soll, einen Monat auf die Genehmigung und Bewilligung eines Antrags warten, sondern 4 bis 5 Monate, bevor sie entsprechend loslegen können. So, das ist von Seiten der Landesregierung nicht mittelbar zu lösen, aber hier sind entsprechend die Kommunen gefragt und wir müssen sie dabei unterstützen, dass wir mehr Substanz in die Ämter bekommen, weil sonst werden wir entsprechend diese Anträge nicht bearbeitet bekommen und da wird es auch nicht vorangehen. Die Probleme, die sich stellen, werden in den Städten so aussehen, dass es einfach Debatten geben wird um Flächen. Ich habe das sehr konkret, der Jochen Ott wird es auch kennen, weil er auch im gleichen Stadtteil wohnt, in Nippes, haben wir derzeit die Situation, da gibt es
nicht allzu viel Grün, das ist ein gut besiedelter Stadtteil, dann auch mit vielen Straßen Richtung Zoobrücke, aber es gibt Frischluftschneisen und Grünzüge und Kleingärten. Und jetzt ist die Debatte in der Stadt, die berechtigt ist, vom Baudezernenten aufgeworfen, mit entsprechenden Neubau- und Nachverdichtungen in diesen Ecken Wohnraum zu schaffen. Das ist ein wachsender, prosperierender Stadtteil. Aber natürlich stellt sich auch die Frage, wie schaffen wir dort Naherholung, Nachhaltigkeit, Frischluftschneisen, die Frage Klimawandel, heiße Sommer etc., das stellt sich auch die Frage. Und da muss man zu einem Ausgleich kommen. Ich glaube, es wird ein mühsames Ringen sein und ich hoffe nicht, dass man da in so Debatten sozusagen Ökologie versus Wohnungsbau kommt, weil das wäre falsch. Die Frage des notwendig zu schaffenden Wohnraums ist da, die ist reell, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass unsere Städte in 20, 30 Jahren lebenswert sind, dass sie entsprechend grün sind, dass sie Naherholung bieten, dass sie Freiflächen bieten. Und das wird ein mühsames Ringen, glaube ich, in den nächsten Jahren sein, da zu einem Ausgleich zu kommen und das ohne ideologische Scheuklappen sich entsprechend zu betrachten. Das ist ein Punkt. Und ein weiter wichtiger Punkt ist bei der ganzen sozusagen Notwendigkeit, jetzt schnell zu handeln, dass wir nicht wieder zum Schlichtbau der 60er, 70er Jahre kommen, zu irgendwelchen Wohnghettos, die da angelegt worden sind, die jetzt dringend sanierungsbedürftig sind. Es ist zwar richtig, was Kollege Ott gesagt hat, dass wir jetzt bauen, bauen, bauen müssen, und der Minister unterstreicht es ja auch immer mit wortreichen Bildern, aber bei diesem ganzen Bauen müssen wir oder wollen wir nicht die Erkenntnisse des Städtebaus, des Wohnungsbaus der letzten 20, 30 Jahre vernachlässigen, dass eben Wohnraum auch lebenswert sein muss, dass entsprechende Wohnsiedlungen und Wohnghettos entsprechend nicht entstehen, beziehungsweise wenn, dass sie angebunden sein müssen, dass sie verkehrlich angebunden sein müssen, dass es Infrastruktur gibt, dass es bei der Planung berücksichtigt wird, was ist zum Beispiel mit Kindertagesstätten, was ist mit der Nähe zu Schulen, was ist mit der Frage auch von Nahangeboten, Naherholungsangeboten, was ist mit der Frage von Carsharing, dass die Leute die Möglichkeit haben, die wollen, auch aufs eigene Auto zu verzichten. All das muss bei der dringend notwendigen Planung berücksichtigt werden. Und auch wenn vieles jetzt schnell gehen muss, sollte man die wichtigen Erkenntnisse, die es in der Städtebaupolitik in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegeben hat, nicht vernachlässigen. Wir wollen kein neues Chorweiler, keinen neuen Kölnberg oder im Münster Kinderhaus, die ganzen Sanierungsfälle. Das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen schnell handeln, aber wir wollen auch nachhaltig handeln. Und dafür werben wir, sehr geehrte Damen und Herren. Das haben wir mit dem Antrag auch deutlich gemacht. Wir haben die Förderinstrumente noch mal genannt. Und deswegen bitte ich Sie um Zustimmung. Es sind viele vernünftige, wichtige Instrumente dort benannt. Und es müsste eigentlich konsensfähig im ganzen Haus sein. Danke für die Aufmerksamkeit.